Was haben der Bau eines Hauses, das Düngen eines Feldes, das Reinigen von Abwasser oder die Gewinnung von Eisen aus Eisenerz gemeinsam? Richtig, bei all diesen Dingen macht sich der Einsatz von Kalk erforderlich. Und um diesen Rohstoff soll es in unserer heutigen Sendung gehen. Mein Name ist Carsten Bohlig vom Autohaus Bohlig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Seien Sie gespannt auf unsere Tour ins Grüne. Unterwegs sind wir heute übrigens mit dem neuen Honda CR-V Hybrid, der erste SUV mit Hybridantrieb in Europa. Ja, und Herzstück ist das IMD-Antriebssystem im CR-V Hybrid, bestehend aus zwei Elektromotoren, von denen einer als Generator fungiert, einem 2 Liter Benzinmotor mit 145 PS und nicht zu vergessen natürlich einer Lithium-Ionen-Batterie. Unterschieden werden beim CR-V Hybrid drei Fahrmodi. Für den Vortrieb ist überwiegend der leistungsstarke elektrische Antriebsmotor mit 184 PS, 135 kW zuständig. Im ersten Fahrmodus, dem Elektroantrieb, EV-Drive, wird der vom Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Mit einer Speicherkapazität von 1,2 Kilowattstunden kann dadurch ca. 2 Kilometer rein elektrisch gefahren werden. Zwei Drittel aller Fahrten werden allerdings im Hybridmodus gefahren. Sobald die Batterien geladen werden müssen, springt der Benzinmotor an, der wiederum den zweiten Elektromotor antreibt, der als Generator fungiert und so Strom produziert. Außerdem wird Energie beim Bremsen gewonnen. Im dritten Fahrmodus, dem Motorantrieb, Engine Drive, übernimmt der Benzinmotor die Antriebsarbeit. Eine Überbrückungskopplung sorgt dann für eine direkte Verbindung zu den Rädern. Das passiert in der Regel bei konstanten Geschwindigkeiten, zum Beispiel auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Die Elektromotoren stehen aber in jedem Fall bereit, um bei Bedarf für Turboschub zu sorgen, beispielsweise beim Überholvorgang. Ja, wir haben hier in der herrlichen Landschaft einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Zeit, uns den CR-V Hybrid etwas näher anzusehen. Tja, liebe Zuschauer, und ein Getriebe, das sucht man im CR-V Hybrid vergeblich. Anstattdessen gibt es hier eine feste Übersetzung. Und dieses Antriebssystem sorgt im Prinzip dafür, dass der Benziner viel länger im optimalen und effizienten Lastbereich unterwegs ist. Ja, und bereits die Grundvariante, der CR-V Hybrid Komfort, bietet einiges. So rollt er bereits auf 18 Zoll Leichtmetallrädern daher, hat ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und natürlich auch LED-Scheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer. Und ganz wichtig bei Honda wird das Wort Sicherheit geschrieben. Auch das Honda Sensing Sicherheitspaket ist wieder mit an Bord. So zum Beispiel Kollisionswarner, ein aktiver Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und natürlich, ganz interessant, die Verkehrszeichenerkennung. Ja, und wer jetzt meint, bei den ganzen Akkus, die hier verbaut sind, gibt es keinen Kofferraum mehr, der irrt. Der Honda CR-V Hybrid fasst stolze 494 Liter und die lassen sich nochmal durch Versenken der vorderen Rücksitze einfach umklappen auf 1694 Liter vergrößern. Ja, und die Akkus sind hier unten drunter, aber da muss ja keiner mehr daran. Darüber hinaus lässt sich der Hybrid-SUV je nach Ausstattungslinie beispielsweise um eine 2-Zonen-Klimaautomatik, das Infotainment-System Honda Connect inklusive Navigationssystem und Rückfahrkamera, eine berührungslos öffnende Heckklappe, ein Head-Up-Display und ein Panoramaschiebedach erweitern. In den Varianten Elegance und Lifestyle steht als Alternative zum Frontantrieb ein leistungsfähiges Allradsystem zur Verfügung. In der Top-Variante Executive gehört es zum Serienumfang. Der CR-V beschleunigt je nach Antriebsart in ca. 9 Sekunden von 0 auf 100 und begnügt sich mit ca. 5,5 Litern Superbleifrei im Drittelmix. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns jetzt hier vor den Toren Berlins und haben damit unser heutiges Ausflugsziel erreicht. Wir sind im Bergbauort Rüdersdorf. Ja, und hier ist eines der größten Museumsparks für Industriegeschichte entstanden. Und den schauen wir uns heute am noch aktiven Kalksteinbergbau an. Na,
Na, hallo, schönen guten Tag, Frau guten Peter. Guten Tag. Ja, neben mir steht jetzt Frau Diana Peter. Frau Peter ist Leiterin der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf. Also Leiterin, nicht Leiterin von Marketing und Vertrieb. Das ja, ist richtig, genau. Ja? Und sie wird uns heute hier durch den Park führen. Und ich bin mal gespannt, was es hier alles zu entdecken gibt. Sehr viel auf jeden Fall. Dann folge ich Ihnen unauffällig und wir gehen beide los. Ja, okay. Alles klar. Ich weiß ja vom Vorgespräch, dass wir hier wirklich eine ganze Weile unterwegs waren. Also gut, vor ein paar Wochen hier bei Ihnen war. Können Sie was generell zur Größe sagen der ganzen Anlage oder des ganzen Museumsparks? Ja, also der Museumspark umfasst insgesamt 17 Hektar. Und ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich den kompletten Rundweg einmal ablaufen möchte, braucht man schon so 2 bis 2,5 Stunden, wenn man das sozusagen im Spaziergangtempo macht. Im Spaziergangtempo. Ne? Wenn man natürlich auch noch sich für das Thema interessiert und sich alles wirklich genau anguckt, die Informationen auch lesen möchte, sollte man schon ein bisschen länger noch. Das heißt also, man muss gut zu Fuß sein und das ist das Stichwort, weil alle Leute sind ja nicht ganz so gut zu Fuß und da bieten sie aber auch ein Mobilitätskonzept an hier im Park. Genau, wir haben zum Beispiel für die Kinder Go-Karts vorne an der Kasse, die wir verleihen, können natürlich auch die Erwachsenen mit benutzen und wir haben auch einen Rollstuhl und ein Elektromobil, was wir tageweise dann auch vermieten für die ältere Generation, die das dann hier auch toll. Sich bis zum Ende des Parks auch fortbewegen können. Da sind die Sachen ja alle schon relativ fertig, wie man sieht. Wie alt ist denn der Park eigentlich oder wann wurde der Park denn eröffnet? Also so in der Form, wie er jetzt ist, wurde er 1994 eröffnet, also vor 25 Jahren jetzt. So, wir sind jetzt hier am aktiven Kalkstein-Tagebau angekommen. Das ist richtig, ne? Genau. Und man sieht schon ein riesen Gelände, wo jetzt aktuell auch noch Kalkstein abgebaut wird. Was mich mal interessieren würde, kann man denn sagen, wie alt der Kalkstein überhaupt ist, der hier abgebaut wird? Oder wie lange geht das zurück? Ja, also man sagt so um die 240 Millionen Jahre. Mehr mal weniger. Also ne, so genau man kann es nicht so genau festlegen, aber das ist so der Richtwert. So ungefähr. Und wie wurde der überhaupt entdeckt hier bei Rüdersdorf? Musste man auch graben oder hat der aus der Erde rausgeguckt oder wie muss man sich das vorstellen? Also letztendlich ist hier in Rüdersdorf die Besonderheit, dass durch einen Salzstock, der ziemlich weit oben gelagert wurde, der Kalkstein, und das wurde dann im 13. Jahrhundert von den Zisterziensermönchen entdeckt und genau und seitdem dann auch abgebaut. Und die haben es aber am Anfang wirklich nur als Stein abgebaut und als Werkstein genutzt. Also damit wurden quasi Häuser gebaut oder Fundamente. Denn ich hatte mal nachgelesen, zum Beispiel die Fundamente der Berliner St. Nikolai und der Petrikirche, die wurden mit Kalkstein hier aus dem Tagebau oder aus dem Abbaugebiet in Rüdersdorf damals errichtet. Fand ich ganz interessant und alles andere kam mir dann ein bisschen später. Können wir noch mal kurz auf die Entstehung vielleicht zurückkommen? Also Sie sagten 240 Millionen Jahre. Wie ist das eigentlich passiert? Also wodurch entsteht Kalkstein? Genau, also man muss sich das vorstellen, dass das ganze Gebiet früher ein Flachmeer war, des Tethys. Und da haben natürlich Muscheln und Tiere drin gelebt. Und wenn die dann gestorben sind, also die Muschelreste oder auch die Tierskelette, sind dann auf die Erde gesunken, haben sich da abgelagert. Und dann Schlamm und Sand haben sich drüber gelagert. Und dann entstand durch Druck und dadurch, dass jetzt immer mehr sozusagen Sand und Schleim oder Schlamm kam und durch den erhöhten Druck und die erhöhte Temperatur, ist dann halt der Kalkstein entstanden. Also es wurde dann so mal schichtweise sozusagen, dann kam wieder eine Schicht mit abgestorbenen Muscheln und Tieren. Und dann wurde wieder Sand drüber gelagert und über diese Millionen Jahre halt ist daraus dann der Kalkstein entstanden. Alles klar. Und ich sage mal, der Kalkstein ist natürlich schon sehr, sehr alt, der hier liegt, aber der wurde ja später auch weiterverarbeitet. Und ich glaube, Brandkalk wurde hier auch hergestellt in der Nähe. Und genau. Das schauen wir uns gleich an. Eine Frage noch ganz zum Schluss. Wann schätzen Sie, werden denn die Vorkommen hier aufgebraucht sein? Also wann ist dann irgendwo, wo der Abbau hier beendet ist? Kann man das also so ungefähr sagen? Wann genau die Vorkommnisse zu Ende sind, sozusagen, ist nicht bekannt. Aber bis 2062 hat die Firma die Abbaugenehmigung. Und hinterlässt dann ein Riesenloch? Wahrscheinlich wird dann auch wirklich der Abbau beendet werden und dann erfolgt halt die Renaturierung. Das heißt, im Moment ist es ja so, dass das Grundwasser abgepumpt wird, weil sonst würde hier alles unter Wasser stehen und der Vorgang würde einfach gestoppt werden. Dadurch steigt dann der Grundwasserspiegel wieder an und irgendwann wird dann hier ein schöner See. Wo wir dann baden können. Sein. Bei so einem schönen herrlichen Wetter wie heute. Ja, das wäre natürlich perfekt. Ja. Gut, dann gehen wir zu den Öfen und gucken, was mit dem Kalkstein weiter passiert ist. Genau. Alles klar. Es
So, wir sind jetzt ein Stückchen weitergegangen und haben den ersten Ofen bzw. das, was noch davon übrig ist, erreicht. Er hat einen ganz besonderen Namen, Rumford-Ofen. Worauf ist dieser Name zurückzuführen? Genau, sozusagen auf dem Erfinder halt, der dieses Prinzip mit den einzelnen Ebenen für die Entstehung des oder für die Verbrennung des Kalks entworfen hat. Besonderheit ist, dass der Rumford-Ofen bloß hier Rumford-Ofen heißt, ja, und überall sonst auf der Welt heißt der Rüdersdorfer Ofen. Ach so, also mit, ja, dem gleichen Prinzip, aber genau, mit einem anderen Namen. Genau, ne? Weil der hier sozusagen das erste Mal im Einsatz, ja, war. Sie sagten es schon, der wurde Kalk gebrannt. Brandkalk, kann ich mich erinnern, wird genutzt, um Mörtel herzustellen, um Putz herzustellen. Und das war damals neben Werkstättenproduktion quasi das zweite Standbein, wenn man es so nennen will. Hier in Rüdersdorf, kann man denn sagen, wann der ungefähr gebaut worden ist, dieser Rumford-Ofen? Also in Betrieb wurde er 1804 genommen. Also doch schon eine ganze Weile her. Ne? Eine Besonderheit, glaube ich, sind hier die getrennten Brennkammern, die es gibt bei diesem Rumford-Ofen. Also das Kalk und die Befeuerung extra voreinander. Genau, sozusagen hier in der Mitte ist der Schacht, wo halt der Kalkstein von oben von der Beschickungsebene reingefüllt wurde. Und dann wurde eine Etage unter uns sozusagen das Ganze befeuert, meistens mit Kohle früher. Und die Besonderheit ist da, dass halt der Brennstoff nicht mit dem Kalkstein oder mit dem Brandkalk dann in Berührung kommt. Das heißt, dass es halt reineres Material ist, was unten rauskommt und gleich weiterverarbeitet werden konnte und nicht wie vorher, dass man sozusagen erstmal aussortieren musste, was kann man überhaupt verwenden. Heute sind die Öfen auf alle Fälle außer Betrieb, ja, aber die Location wird immer noch genutzt und ich habe gehört, dass hier auch schon richtige Filmprominenz aus Hollywood zugange war. Genau, also genau hier sozusagen in dem Innenhof hatten wir schon George Clooney und Matt Damon zu Besuch für den Film Monuments Men und auch Filme wie Duell, Enemy at the Gates und Medicus wurden auch hier im Ort, hier im Park gedreht. Das ist eine tolle Sache, ne? Ja. Ja, und was außer Kalkstein sonst noch hier abgebaut wurde oder was gefunden wurde, das schauen wir uns jetzt an im Haus der Steine. Genau. So, wir sind jetzt hier im Otto-Torell-Haus. Genau, ja. Haus der Steine. Haus der Steine genannt. Also es ist nicht nur Kalkstein hier gefunden worden und es sind auch ein paar Nebenprodukte vorhanden, die man hier sehen kann. Und ein ganz besonderes Fundstück oder ein ganz besonderes Fossil weiß ich, dass es hier im Haus der Steine zu sehen ist. Was ist das? Genau, das ist der Notosaurus, den man hier schön erkennt. Der wurde hier direkt am Steinbruch gefunden. Also auch schon ein paar Tage älter. Ja, okay. Sieht nicht mehr ganz so frisch, ja, aus. Hat man denn selbst auch als Besucher die Möglichkeit, so ein bisschen hier im Kalkstein rumzugraben oder rumzuwühlen oder selbst ein Fossil zu suchen oder zu finden? Ja, das ist unsere geologische Tour, die wir anbieten. Da ist auch hier direkt der Ausgangspunkt. Man versammelt sich hier sozusagen vor der Vitrine. Da kann man sehen, was man in dem Steinbruch dann finden kann. Und dann geht es auch schon raus mit den Landrovern zu unserer Sammelstelle. Toll. Und man hat wirklich Helm, Brille und Hammer und dann kann man wirklich selbst nach Fossilien suchen und es ist auch garantiert, dass man was findet. Und jeder, der was findet, darf es dann auch mit nach Hause nehmen, höchstwahrscheinlich. Ja, es ist immer ganz süß, wenn die Kinder aus der Schule oder Kindergarten kommen mit ihren kleinen Rucksäcken und dann laufen sie nach Hause, schwer befüllt. Und haben da Steine drin. Mit, genau, so nur Riesensteine dann teilweise. Ja. Nee, finde ich sehr interessant. Also wer da wirklich so geologisch interessiert ist, für den ist das ja wirklich hier, ja, top. Auf jeden richtiges Fall. Mecker. Ja. Schön. Irgendwann hat der Bedarf nach Brandkalk ja extrem zugenommen. Es wurde ja immer mehr gebaut damals und da hat so ein einzelner oder einige Rumford-Öfen nicht mehr ausgereicht. Und da ist was entstanden? Das ist die Schachtofenbatterie, die sozusagen 18 einzelne Rumford-Öfen miteinander verbindet. Und das war auch sicherlich auch von der Effizienz wesentlich besser als so ein einzelner Rumford-Ofen, ne? Genau, letztendlich konnten diese 18 Öfen parallel betrieben werden, weil man oben, also sehr schön sieht sozusagen, wo man auch rüberlaufen kann noch, war so eine Gleisanlage und dann konnte man mit den Loren einfach den Kalkstein sozusagen zu den einzelnen Öffnungen vorfahren, auskippen und dann immer stückchenweise die Öfen befüllen. Und entstanden sind diese Öfen oder diese Schachtofenbatterie 1872 wurde sie in Betrieb genommen. Alles klar, genau. Also auch schon ein relativ altes Bauwerk. Was ich natürlich jetzt noch sehe, ist, wenn man sich die einzelnen Schornsteine anguckt, dass sie alle irgendwie eine unterschiedliche Höhe haben. Oder es liegt an der Hitze heute, dass ich schon irgendwie ein bisschen hitzegeschädigt bin, aber es ist wirklich so, ne? Genau, es wurde damals getestet, ob diese Höhen der Schornsteine eine Einwirkung auf die Effizienz des Brennvorgangs hat. Und dann wurde halt wirklich einfach getestet
und sozusagen Experiment gemacht. Und genauso wie der Rumfahrtofen ist natürlich auch diese Schachtofenbatterie heute nicht mehr in Betrieb. Aber man kann die Räumlichkeiten mieten für Veranstaltungen. Und das ist dann direkt unten drin in diesem Ofen sozusagen, wo man dann feiern kann. Genau, man kann sozusagen innen drinnen feiern. Man kann aber auch die Festwiese draußen mit anmieten oder separat mieten. Also man mietet quasi die Räumlichkeit und unter dem Rest kümmert man sich dann. Und dann hat man richtig nostalgisches Kalkofenbrennerei-Feeling sozusagen. Und das ist auch sehr schön kühl im Sommer. Das ist heute vor allem bei der Hitze zu empfehlen, würde ich sagen. Ja, gehen wir da unten mal rauf. So, dass Industriearchitektur richtig schön sein kann, sieht man hier wirklich an diesem Seilscheibenpfeiler. Das ist richtig ausgesprochen, genau, der Seilscheibenpfeiler. Ja. Wie alt ist der und welche Aufgabe hat er damals zu erfüllen? Der Seilscheibenpfeiler wurde 1869 in Betrieb genommen. Und jetzt sieht man es leider nicht mehr so schön, aber man muss sich das vorstellen, dass sozusagen hier in den Tagebau rein mit Drahtseilen die Waggons hochgezogen wurden. Per Hand oder wurde das irgendwie mit einer Maschine? Mit zwei Dampfmaschinen. Mit zwei Dampfmaschinen, genau. Okay. Die waren halt befestigt und dann wurde das hochgezogen, damit man halt einfach den Kalkstein aus dem Tagebau rausbekommt. Weil doch ein ganz schöner Höhenunterschied vorhanden ist, ne? Genau. Und etwas später gab es dann diese Seilbahn-Umlenkstation, die man dahinter sieht. Genau, die wurde 1953 in Betrieb genommen und die diente halt dazu, dann zur Weiterverarbeitung den Kalkstein zu transportieren zum Zementwerk. Eine ordentliche Entfernung höchstwahrscheinlich dann auch, ne? Genau, war jetzt nicht so gleich nebenan. Und warum es sozusagen diese Umlenkstation sein musste, war, dass auf der direkte Weg hätte direkt ein Wohngebiet gekreuzt. Und um das halt zu umgehen, wurde die Umlenkstation erbaut. Kann ich mich erinnern, zu DDR-Zeiten war es ja so, ich bin oft durch Rüdersdorf gefahren, weil wir ja immer als Kinder zur Radsportrennbahn nach Fredersdorf gefahren sind. Da war alles mit so einer grauen Patina überzogen. Ich denke mal sicherlich Staub, der aus den damaligen Zementwerken stammt mit zu kleinen Filteranlagen oder nicht vorhandenen Filteranlagen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ich denke, die aktuellen Zementwerke arbeiten nach super Umweltvorschriften und ich glaube, da hat sogar jetzt eine Auszeichnung stattgefunden vor kurzem, dass die aktuell die besten Filteranlagen auch verbaut haben, des Zementwerks hier drüben. Ja, Cemex ist ja der Betreiber von dem Zementwerk und die sind da wirklich auf dem neuesten und aktuellsten Stand. Ja, dann gehen wir ein Stückchen weiter und gucken uns das noch ein bisschen aus der Nähe an, würde ich sagen. So, alles können wir heute natürlich nicht zeigen, dafür sollen die Besucher ja neugierig gemacht werden. Aber was mich noch interessieren würde, ist, welche Pläne oder welche Zukunftsausblicke Sie hier im Museumspark Rüdersdorf haben. Eins sehe ich zum Beispiel schon, das ist diese Feldbahn hier drüben. Genau, die wurde jetzt auch erst Ende Mai offiziell eingeweiht. Die wird immer von den Kleinbahnfreunden Herzfelde, von dem Verein betrieben. Und es gibt im Moment ist immer einmal im Monat ein Sonntag geplant, wo die hier vor Ort sind und wo man dann wirklich mit der Bahn dann einmal den Weg Richtung Karpfenteich abfahren. Also die fährt jetzt schon oder wird erst noch? Die fährt jetzt schon. Also jetzt im Juni ist auch schon der erste Termin, wo die vor Ort sind. Ja, wenn man jetzt mit der Familie unterwegs ist, kann man mit Kindern hier auch noch was Besonderes unternehmen oder was haben Sie so für die Kinder geplant? Also natürlich ist die Feldbahn halt auch für die Kinder und jetzt im Sommer wird ein neuer Spielplatz gebaut auf dem großen Gelände. Dann haben wir noch ein Tiergehege, wo man vor allem Ziegen und Schafe sich angucken kann. Auch ein kleines Kaninchengehege haben wir. Mhm. Genau, das sind so die Highlights für die Kinder. Und Sie haben ja auch alljährlich Veranstaltungen, die jedes Jahr wiederkehrend hier stattfinden im Museumspark. Was gibt es da Besonderes? Genau, das sind 5 feste Veranstaltungen, die wir hier haben. Das ist immer zu Ostern, das komplette Osterwochenende, unser Ostern im Park. Am 30. April die Walpurgisnacht. Am 1. Juli-Wochenende feiern wir das traditionelle Bergfest, wo sich auch die Vereine im Ort präsentieren, vor allem dann auch die Bergleute. Und dann haben wir noch unser Halloween im Park am 30. Oktober, was wir jedes Jahr feiern. Das war dann in der Schachtofenbatterie, ne? Das ist in der Schachtofenbatterie, genau. Und erstes Adventswochenende ist unser Märchenzauber im Park. Sie haben ja auch eine ganz große Freilichtbühne oder eine große Bühne oder einen großen Festplatz unten, den man auch nutzen kann für größere Events, denke ich mal. Ne? Genau, da findet immer dann die Walpurgisnacht und das Bergfest auf der großen Festwiese statt.
So, auch unsere Tour geht so langsam zu Ende, aber worüber wir noch sprechen müssten, wären die Touren, die Sie hier vor Ort anbieten. Ich weiß, die geologische Tour hatten Sie schon erwähnt, die man machen kann, aber es gibt auch noch etwas mehr. Genau, wir haben noch die historische Führung, was sozusagen ein kommentierter Spaziergang durch den Park ist, wobei man da aussuchen kann, ob man jetzt bloß im vorderen Bereich eine Tour machen möchte für eine Stunde oder auch hinten die Schachtofenbatterie mitnimmt, das wären dann ungefähr 2 Stunden. Darüber hinaus haben wir auch Land Rover-Touren, die in der Woche am Rand des Tagebaus entlang gehen und am Wochenende sogar durch den Tagebau durch. Und Sie sagten gerade Wochenende, in der Woche, kann man das ganzjährig machen oder gibt es hier spezielle Öffnungszeiten oder Schließzeiten bei Ihnen, die man beachten muss? Also der Park hat fast das ganze Jahr über geöffnet. Von April bis Oktober haben wir von 10 bis 18 Uhr geöffnet und von November bis März dienstags bis sonntags von 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Ja, dann bleibt mir eigentlich noch herzlich Dankeschön zu sagen bei Ihnen. Wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft und viele Besucher natürlich. Ja, danke. Ja, liebe Zuschauer, und unsere Sendung geht so langsam zu Ende. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, eine gute Zeit. Kommen Sie ruhig mal hier vorbei in Rüdersdorf. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Bohlig.